Hallöchen, herzlich willkommen auf unserem Kanal zum Tap Dancing. Du wirst heute von mir die 4 Grundschritte lernen im American Tap Dancing. Und anschließend werden wir daraus eine komplette Choreografie erstellen. Ich freue mich schon wahnsinnig. Außerdem, ja, wer noch wissen will, was wir noch haben, weil ich habe das gerade betont, American Tap Dancing. Es gibt also auch noch andere Step-Varianten, die wird es dann im nächsten Video geben. Und wir sind jeden Abend von Sonntag bis Freitag immer um 19 Uhr für dich da, damit du tanzen lernen kannst. Also, wenn du wissen willst, was wann abgeht, abonniere uns und dann weißt du sofort immer, wo, was, wann, wie passiert. Du bist up to date. So, jetzt aber zum American Tap Dancing. Ich habe hier extra die Schuhe hier für dich mal vorbereitet. Ob du jetzt Schuhe hast oder nicht, ist ganz egal. Es geht mit glatten Schuhen. Es müssen nur glatte Sohlen sein, sodass du über den Boden einmal rutschen kannst. Aber du siehst hier an meinem Schuh, es gibt ein Vorn und ein Hinten, also ein Ballen, Ball und ein Heel. Das ist die Ferse da hinten. Das sind zwei unterschiedliche Platten. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das weiß. Das solltest du im Hinterkopf behalten. Als erstes werden wir einen Schritt machen, der beide Platten gleichzeitig auf den Boden bringt. Nennt sich Stamp. Dein erster Schritt, Stamp. Und ich tanze das jetzt mal so mit, dass du das gut abgucken kannst. Das wäre jetzt also dein rechtes Bein und das ist dein linkes Bein. Wir machen einen Stamp, also flacher Fuß aufstampfen mit dem rechten Bein boom, und mit dem linken Bein. Boom. Ganz flach aufsetzen, das ist so richtig. Stamp heißt stampfen und das sagt eigentlich schon alles. Also Stamp, 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 Stamp. Dein erster Tap-Dance-Schritt. Sehr gut. Wenn wir das jetzt ein bisschen hintereinander tanzen, und zwar dreimal, haben wir rechts, links, rechts und dann eine kleine Pause. Das Ganze fangen wir jetzt mal mit dem linken Fuß an. Links, rechts, links. Ja, was machen wir in der Pause? Ein bisschen Krach. Wir klatschen zweimal in die Hände. Das heißt, wir starten nochmal mit dem rechten Fuß. Rechts, links, rechts, klepp, klepp. Links, rechts, links, klepp, klepp. Eins, zwei, drei, bam, bam. Eins, zwei, drei, bam, bam. Und das ist das Wichtige beim Steppen. Man kann wunderbar über die Melodie gehen. Das heißt, wenn du den Rhythmus so ein bisschen verinnerlicht hast, denk dir einfach nur immer ein bam, 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 klepp, klepp. Bam, 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 klepp, klepp. Oder wenn du mehr der mathematische Typ bist, dann zähl doch einfach mit. Eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Wir werden genau das jetzt mal einmal in der Musik ausprobieren, dass du ein bisschen Feeling dafür bekommst und auch die Melodie in deinem Kopf sich schon ein wenig festsetzt. Okay, es geht gleich direkt los. Wir starten mit dem Stamp, flacher Fuß, aufsetzen mit Gewicht, drei Stück davon und dann immer zweimal in die Hände klatschen. Wir haben den Rhythmus 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, klepp, klepp, 1, 2, 3, klepp, klepp, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sehr gut. Wir werden das Ganze ein bisschen aufspalten und zwar tanzen wir jetzt immer nur einen Schritt und klatschen einmal, einen Schritt und klatschen einmal, einen Schritt, klatschen, einen Schritt und klatschen. Auch das einmal in der Musik. 5, 6, los geht's. Schritt, klatsch, Schritt, klatsch, Schritt, klatsch. Sehr gut, wir kombinieren beides miteinander. Wir laufen zweimal die drei Schritte. Achtung, es geht los. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt nur ein Schritt. Schritt, klatsch, Schritt, klatsch, Schritt, klatsch. Noch einmal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Schritt, klatsch, Schritt, klatsch, Schritt, klatsch, Schritt, klatsch. Und 1, 2, 3. 1, 2, 3. Schritt, klatsch, Schritt, klatsch, Schritt, klatsch, Schritt. Einen haben wir noch. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Schritt, klatsch, Schritt, klatsch, Schritt, klatsch. Sehr gut. Okay, wir machen vielleicht in der Musik mal eine kurze Pause, denn was man beim Steppen ganz, ganz häufig hat, so einen kleinen Abschluss. Wir haben jetzt zweimal die drei Schritte gelaufen mit eins, zwei, drei, klepp, klepp. Eins, zwei, drei, klepp, klepp. Und dann die einzelnen Schritte. Die machen wir jetzt nur zweimal. Schritt, klatsch, Schritt, klatsch. Und dann laufen wir nochmal die drei Schritte. Eins, zwei, drei. Und dann passiert nichts. Wir
machen. Kein Klatscher, gar nichts. Okay, das ist der krönende Abschluss. Okay, wir machen das Ganze noch einmal von Anfang. Wir starten mit dem rechten Bein. Laufen. Eins, zwei, drei Schritte. Klepp, klepp. Eins, zwei, drei. Klepp, klepp. Nur einen Klepp. Einen Klepp. Und jetzt die drei Schritte. Eins, zwei, drei. Wow, sehr gut. Hast du die Melodie ein bisschen im Ohr? Schau mal an dir runter, welcher Fuß ist frei? Richtig, der linke. Wir machen jetzt genau das Gleiche, fangen aber mit dem linken Fuß an. Ich bin bei dir. Wir machen das zusammen. Start mit links, laufen. Eins, zwei, drei, klepp, klepp. Eins, zwei, drei, klepp, klepp. Nur einen Klepp, Schritt, klepp und eins, zwei, drei. Puh, wir haben wieder den rechten Fuß frei. Sehr gut. Jetzt weißt du auch direkt, dass wir das zweimal hintereinander tanzen. Einmal mit rechts begonnen und einmal mit links begonnen. Toi, 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 es geht los. Wir haben 1, 2, 3, klepp, klepp, 1, 2, 3, klepp, klepp, nur einen Klepp, Schritt, klepp, 1, 2, 3, starten links, 1, 2, 3, klepp, klepp, 1, 2, 3, klepp, klepp, nur einen Klepp, Schritt, klepp und laufen, 2, 3, Pause bei 4 und haben dann am Ende den rechten Fuß frei. Wir haben den ersten Teil. Super, genau das machen wir jetzt einmal mit Musik, starten mit dem rechten Fuß, mit den Stems. Drei und klatschen. Ja, das haben wir gerade so gut hingekriegt. Das machen wir direkt in der Musik nochmal. You got me feeling like my head is spinning round. The way you look is so amazing. Starten mit rechts, ihr seid soweit. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, klepp, klepp. 1, 2, 3, klepp, klepp. Schritt, klepp, Schritt, klepp. 1, 2, 3, mit links. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nur einen. Einen. Und 1, 2, 3. Sehr gut. Einmal machen wir das Ganze noch von Anfang. Reihenfolge ist klar. Wir starten mit dem rechten Bein. Ist auch gerade so ein Break in der Musik. Warten kurz ab. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 5, 6, halten. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nur ein. Ein und 1, 2. Super, sehr schön. Das war unsere kleine Übungsfolge für die Stamps. Ihr erinnert euch, Stamp, Stampfen oder auch Stamp, Briefmarke. Ne? Die Briefmarke richtig schön flach aufsetzen. So, ihr erinnert euch dran, dass wir ja vorne den Ballen und hinten die Ferse haben. Ball, Heel. Und genau das können wir jetzt auch nacheinander mal ansetzen. Wir nehmen mal den rechten Fuß Ballen und drücken dann die Ferse runter. Das Ganze können wir natürlich auch mit dem linken Fuß machen. Ballen und die Ferse runterdrücken. Das nennt man Ball, Heel. Ball, Heel. Ball, Heel. Ball, Heel. Dabei wird das Gewicht verlagert. Ich stelle mich auf den Ballen drauf und wenn ich die Ferse runterdrücke, stehe ich auf dem rechten Fuß drauf. Wenn ich das Ganze mit links mache, Ballen, belasten, Ferse runterdrücken, stehe ich am Ende auf dem linken Fuß drauf. Wir üben das mal so ein paar Mal hintereinander. Ball, Heel, Ball, Heel oder Ballen, Ferse, Ballen, Ferse, Ballen, Ferse, Ballen, Ferse. Ihr könnt den zweiten Schritt. Mann, seid ihr gut! Damit wollen wir jetzt uns ein wenig seitlich bewegen. Das heißt, wir gehen rechts zur Seite, Ballen, Ferse. Wir gehen mit dem linken Fuß ebenfalls nach rechts. Einfach so ein bisschen davor setzen, Ballen, Ferse. Wir gehen mit dem rechten Fuß nochmal zur Seite, Ballen, Ferse. Und jetzt kommt nur ein Ballen. Und zwar diesmal ohne Gewicht, ein Tipp, nur antippen. Und dann geht das Ganze in die andere Richtung. Ihr müsstet, wenn ihr den Tipp getanzt habt, ohne Gewicht, ich hebe das mal extra so an den Fuß, damit ihr es sehen könnt, geht das Ganze sofort in die andere Richtung. Wir haben Ballen, Ferse, Ballen, Ferse, Ballen, Ferse und nur ein Tippschritt, Ballen, lasst die Ferse dabei schön oben, ich zeige das nochmal so von der Seite, Ballen antippen und die Ferse oben lassen und das Gewicht nicht übertragen, sondern schön auf dem Standbein bleiben. Das Ganze noch einmal. Starten rechts zur Seite, haben unser Ballen, Ferse, Ballen, Ferse, Ballen, Ferse, nur antippen. Ballen, Ferse, Ballen, Ferse, Ballen, Ferse und antippen. Ballen, Ferse, Ballen, Ferse, Ballen, Ferse, tippen. Ballen, Ferse, Ballen, Ferse, Ballen, Ferse, tippen. Für diejenigen, die gerne gezählt haben möchten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Und am Ende, wenn ihr das einmal hin- und zurückgetanzt habt, müsstet ihr immer noch den rechten Fuß frei haben. Sehr gut. So, an der Stelle kommt jetzt eine Sache, die beim Steppen ganz, ganz wichtig ist. Der sogenannte Brush vorwärts oder rückwärts. Brush, das wäre jetzt unser dritter Schritt, ist das Bürsten des Bodens und zwar nur mit dem Ballen, also nur mit der Platte vorne. Die Ferse bleibt die ganze Zeit in der Luft. Und dabei ist wichtig, dass wir das Bein komplett bewegen. Das heißt, es wird nicht nur der Unterschenkel gleich hin und her bewegt, sondern auch der Oberschenkel. Der Oberschenkel geht nach oben und nach unten. Der Unterschenkel bewegt sich nach vorne und nach hinten. Dadurch können wir gleich den Boden berühren mit dem Fußballen. Wenn der Oberschenkel runtergeht und zeitgleich der Unterschenkel nach vorne geht, haben wir einen Brush vorwärts. Wenn jetzt der Unterschenkel sich wieder rückwärts bewegt und der Oberschenkel nach oben hochgeht, haben wir einen Brush rückwärts. Nochmal ganz langsam so von der Seite gezeigt. Der Oberschenkel bewegt sich nach unten und zeitgleich der Unterschenkel nach vorne. Ein Brush, ein Bürsten des Bodens mit der Fußplatte vorne, also mit dem Ballen. Und das Ganze ein Brush rückwärts, der Unterschenkel bewegt sich nach hinten und der Oberschenkel nach oben. Dadurch bleibt das Bein immer vor dem Körper und wir können es ganz locker hin und her tanzen und sie werden nachher auch viel, viel schneller werden können. Viele machen den Fehler, dass sie den Fuß nach vorne und hinten bewegen. Natürlich ist es auch ein Brush vorwärts und rückwärts, aber das wird uns nachher unheimlich schwer werden, wenn wir das schneller tanzen wollen. Also gewöhnt euch von Anfang an dran, gewöhnt euch daran, dass wir das Bein vor dem Körper halten. Das ist mein Standbein und das andere ist mein Spielbein. Und das Spielbein macht den Brush vor und Brush rück, Brush vor und Brush rück. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses Fußballspiel? Da sind so kleine Männchen drauf und die haben so einen Drücker oben auf dem Kopf. Kennt ihr, ne? Ja, genau. Und das ist ne, dieser Drücker, das Bein bewegt sich die ganze Zeit nach vorne nur weg und wieder nach hinten, aber immer vor dem Körper. Sehr gut. Jetzt sollten wir das natürlich auch noch mal mit dem anderen Bein probieren. Wir stellen uns auf den rechten Fuß drauf und machen das Ganze mit dem linken Fuß. Erstmal den Oberschenkel ein bisschen anheben, denn von hier aus geht der Unterschenkel nach vorne weg und nach hinten weg. Der Oberschenkel geht immer hoch und runter, hoch und runter. Und das Bein geht nach vorne und nach hinten. Das ist eine sehr, sehr schwierige Bewegung. Man muss es ein paar Mal machen, damit man dieses Gefühl dafür bekommt, dass man auch unten den Boden trifft. Wenn du ihn nicht jedes Mal triffst, ist nicht schlimm. Übe es und versuche immer über den Boden zu berühren. Wenn man Socken anhat, geht das auch. Dann spürt man das sogar, dass man den Boden berührt hat. Wenn du Schuhe hast mit etwas harterer Sohle und die trotzdem gut gleiten, kannst du es auch hören. Denke ich so wie bei mir jetzt auch. Gut, wir werden das Ganze jetzt mal hintereinander setzen. Und zwar starten wir mit dem Brush vorwärts und rückwärts mit dem rechten Bein als erstes. Und zwar insgesamt 6 Mal. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 und bei 7 machen wir einen Stamp. Genau, das war das mit dem flachen Fuß, bumm, aufsetzen. Das Ganze machen wir jetzt mit dem linken Fuß. Tanzen, Brush vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück und nach dem 6. Mal, bumm, den Stamp. Wir machen das noch einmal. Wir haben Brush vor, rück, und draufstellen. Vor, rück, vor, rück und draufstellen. Rhythmus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Gut. Das war der Brush vorwärts und rückwärts. Und damit schon unser dritter Schritt. Aber ich habe dir ja versprochen, es gibt 4 Varianten. Und dazu kommen wir jetzt. Das ist allerdings ein bisschen übungsbedürftig, denn dieser Brush vorwärts und rückwärts kann auch schnell getanzt werden. Dann nennt man ihn nicht mehr Brush vorwärts und rückwärts, sondern ein Shuffle. Und wie der Name schon sagt, Shuffle, Shuffle. Es ist eine Bewegung auf einer Zählzeit. Ich habe gerade mal gezählt, 1, 2. Und ein Shuffle ist auf und 1 und 2. Also schnell hintereinander, pam, 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 könnte man auch so sagen. Ja, wir machen das mal ganz langsam. Das Bein schön vor dem Körper halten. Lockern den Oberschenkel einmal und drücken den Oberschenkel runter und ziehen ihn sofort wieder hoch. Und der Unterschenkel geht vorrück, vorrück, pam, pam. Und 1 und 2 und 3. Das ist er, genau, der Shuffle.
Jetzt ganz mal mit links. Vielleicht habt ihr auch schon eine Schokoladenseite. Ihr werdet gleich merken, an einer Seite geht das meistens total gut und mit der anderen Seite muss man einfach ein bisschen länger trainieren. Also, linke Bein nehmen, locker lassen, Oberschenkel ein bisschen anheben und wir drücken den Oberschenkel runter und den Unterschenkel nach vorne und hinten. Und eins, und zwei, und drei, und vier, und fünf, und sechs, und sieben. Sehr gut. Wir machen das einmal langsam mit dem Brush vor und rück, vor und rück. Wenn dir das mit den Shuffles noch zu schnell ist, tanz einfach das vor, rück, die Brush vorwärts und rückwärts weiter. Wir starten wie gehabt mit dem rechten Fuß. Tanzen ein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das gleiche mit links. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Entweder tanzen wir das gleiche noch einmal mit eins, zwei, drei und so weiter. Oder aber wir bauen die Shuffle ein. Und eins, und zwei, und drei, und vier, und fünf, und sechs, auf sieben drauf. Und eins, und zwei, und drei, und vier, und fünf, und sechs, auf sieben drauf. Das ist wahnsinnig schnell, ne? Aber hört sich auch total gut an. Und das ist einer der wichtigsten Schritte, diese Shuffles. So, jetzt fehlt uns nur noch ein Schritt. Wir haben vorhin schon mal geübt, Ballen und Ferse, Ballen und Ferse, oder Ball, Heel. Jetzt hätte ich ganz gerne, dass wir den Ball mit rechts tanzen, aber den Heel mit links. Ballen, Ferse, Ballen, Ferse. Das fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Hinkebein. Hoch, runter, rechts drauf, Ferse mit links. Wir verlagern dabei das Gewicht, aber der linke Fuß bleibt an der Stelle, der Ballen vom linken Fuß darf auch nicht abgehoben werden. Der bleibt da an der Stelle. Wir gehen nur einmal ganz kurz hoch und drücken die Ferse wieder runter. Das macht der linke Fuß und das macht der rechte Fuß. Und das machen wir im Wechsel. Rechts Ballen, links Ferse. Rechts Ballen, links Ferse. Ballen, Ferse. Ballen, Ferse. Ballen, Ferse. Sehr gut. Jetzt lass den linken Fuß schön an der Stelle. Wir wandern mal um den linken Fuß herum. Wir stützen uns immer mit dem rechten Fuß ab, lassen den linken Fuß stehen, bis ihr mich wieder sehen könnt. Da seid ihr wieder. Hallo. Sehr gut. Das machen wir jetzt auch siebenmal und bei acht ziehen wir den rechten Fuß einfach heran und stampfen. Also rechts den Ballen, Ballen links Ferse, Ballen Ferse, drei und vier und fünf und sechs und sieben und bei acht, boom, Stamp ranschließen. Ihr denkt euch bestimmt schon, was jetzt kommt. Richtig. Das Ganze natürlich auch mit dem linken Fuß. Links den Ballen und rechts die Ferse. Ball, Heel, Ball, Heel, Ball, Heel. Jetzt muss der rechte Fußballen an der Stelle bleiben. Da müsst ihr euch vorstellen, ihr habt da so einen Nagel durchgeschossen und er bleibt da. Ihr könnt nur mit der Ferse immer drumherum wandern, aber der Ballen bleibt an der Stelle. Wir starten noch einmal gemeinsam mit dem linken Fuß. Wir haben Ballen, Ferse, Ballen, Ferse, Ballen, Ferse. Dreht als erstes zu mir hin. Ballen, Ferse und dreht weiter. Einmal ganz rum, bis wir uns wieder anschauen und am Ende, boom, ranschließen. Vier Schritte, vier Teile in der Musik und schon haben wir eine komplette Choreografie. Ihr wisst noch den Anfang? Ja, genau, es ging mit unseren Stamps, mit dem flachen Fuß los. Wir starten mit rechts. Wir haben drei Schritte hintereinander. Rechts, links, rechts, klepp, klepp. Links, rechts, links, klepp, klepp. Nur ein Klepp, Schritt, Klepp und eins, zwei, drei. Das Ganze fängt links an. Eins, zwei, drei, klepp, klepp. Eins, zwei, drei, klepp, klepp. Nur einen Klepp, Schritt, Klepp und eins, zwei, drei. Wir haben den rechten Fuß frei. Es kam unser Ball-Heel-Schritt, Ballen-Ferse, mit rechten Fuß und dann mit dem linken Fuß. Wir wandern dabei drei Schritte nach rechts. Ballen-Ferse, 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 den Ballen nur antippen. Wir wandern zurück. Ballen-Ferse, Ballen-Ferse, Ballen-Ferse und nur antippen. Von da aus geht es sofort weiter mit unserem Brush vorwärts und rückwärts. Das war unser dritter Schritt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben nochmal mit links. Fünf, sechs, sieben noch einmal mit rechts. Im Standbein schön locker bleiben. Und mit links. Und belasten. Und jetzt kommt unser Drehen.
Das ist unser Rollerfahrerschritt. Wir stützen uns auf dem linken, auf dem rechten Fußballen ab und setzen links die Ferse an. Wir haben 1, 2, 3 und drehen. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und schließen heran. Das Ganze mit links begonnen. Links den Ballen und rechts die Ferse. 3, 4, drehen dabei. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und schließen bei 7 heran. Wow. 4 Teile, 4 Schrittkombinationen und wir haben unsere komplette Choreografie. Anja, ich würde sagen, wir machen das einmal etwas langsamer. Die rechte Playliste einmal das langsame Lied und dann werden wir es in der Originalmusik tanzen. Aber einmal zum drüber nachdenken. Ich bin bei euch, ich helfe euch, ich sage immer ein bisschen vor und es geht los. Wir starten mit den Stems. 5, 6, 5, 6, los geht's. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Schritt, Klatsch, Schritt, Klatsch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Schritt, Schritt. Und 1, 2, die Brasch. 1, 2, 3, 4. Stimmt gar nicht. Zur Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tippen. Und vor, rück, vor, rück, vor, rück, ran. Vor, rück, vor, rück, vor, rück. Noch einmal. Brasch, vor und rück. Ran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ran. Wir haben Ballen, Ferse, Ballen, Ferse. Und drehen dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, den Stem. Andersherum. 1, 2, 3, 4, drehen. 5, 6, 5, 6. Und dann geht's sofort wieder von vorne los. Sehr gut. Anja, ich glaube, wir brauchen jetzt einmal das Originallied. Ich habe mich vertan, ne? Gut, dass ihr wusstet, was kommt. Denn da kam natürlich erst der Seitwärtsteil. Nach unserem Stamp kam ja Ball, Heel, Ball, Heel. Beim American Step ist ganz wichtig, dass ihr in den Knien locker bleibt. Leichte Vorlage sogar so ein bisschen, dass es cool und locker aussieht, ähnlich wie bei den Hip-Hoppern. Während beim Irish Step das Ganze in die aufrechte Position geht, aber dazu wollten wir beim nächsten Mal kommen. Okay, wir haben das Originallied Don't Start Now und das werden wir jetzt gemeinsam tanzen. Viel Erfolg! 5, 6, los geht's! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nur ein. Laufen. 1, 2, 3. Mit links. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ein, 1, 2. Es geht zur Seite. Ballen, Ferse, Ballen, Ferse, Ballen, Ferse, Tipp. Ballen, Ferse, Ballen, Ferse, Ballen, Ferse, Tipp. Brasch. Vor, rück, drauf. Links. Nochmal rechts. Und links. Ballen, Ferse, Ballen, Ferse, Ballen, Ferse. Wir drehen dabei. Und wir wechseln links. Und drehen dabei. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Von Anfang und. Von vorne losgehen. Anja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, ihr habt euch gefragt, wo waren denn jetzt diese schnellen Shuffle? Wir machen einen Durchlauf nochmal, ohne dass ich was zähle, damit ihr das ein bisschen genießen könnt und Spaß haben könnt an diesem Tap Dance. Und in der zweiten, bei der zweiten Wiederholung, bei diesem Refrain, wenn wir den Brasch vorwärts und rückwärts einmal getanzt haben und mit dem anderen Fuß das Ganze, können wir bei der Wiederholung auch gerne die schnellen Shuffle einbauen.
Ich werde das jetzt einmal so tanzen, damit ihr das gut zu Hause üben könnt. Also noch einmal mit Musik. Los geht's. Don't start now. Fünf, sechs, los geht's. Ah, Anja, nochmal. Oh nein, ich wollte ja schon direkt mit den einzelnen Schritten anfangen. Nochmal, wir laufen doch dreimal, Susi. Okay. Einmal für mich. Danke. Fünf, sechs, sieben, acht. Das war unser kleiner Tapdance-Kurs für dich. Ich wünsche dir viel Spaß beim Üben und bei allem anderen, was du noch weitermachst. Wir sind morgen wieder um 19 Uhr live da. Und da wird es... Anja, was gibt es morgen? Ich glaube... Lass mich schnell überlegen. Ich weiß es nicht. Ach ja, du wolltest ja abonnieren. Drück einfach auf Abonnieren, dann weißt du, was morgen kommt. Und ich mache das auch. Ich habe das zum Glück